Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar geht es heute, in dem Video hatte ich zwar jetzt das ist die letzte Folge von meiner Zeitreise, dann haben wir es geschafft. Und zwar hatte ich heute die 2000er gezogen und ich würde euch zeigen, wie ich mich zu den 2000er gerne gestylt habe. Also das waren so meine Anfangszeiten, wie ich mich geschminkt habe. Ich war zu der Zeit, wurde ich langsam zu einem Teenager und da hat man so ein bisschen rumexperimentiert. Und ja, wie soll ich es erklären? Ich habe nicht wirklich viel Foundation oder Make-up getragen. Ich werde euch am besten jetzt gleich mitnehmen und zeigen, wie ich mich geschminkt habe. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und bleibt sehr gerne dran. Dann habe ich meistens hier so ein Soft and Matte Mousse Make-up Puder benutzt. Das habe ich immer in Form von Creme benutzt, also ganz unprofessionell. Ich habe mir dann immer so ein bisschen, ich nehme jetzt hier einfach so eine von Florena, ich habe mir dann einfach hier so ein paar Punkte aufs Gesicht gegeben. So. Und dann habe ich von dem Mousse Puder, das ist übrigens von Rival de la Lupe, das gibt es auch heute noch, aber ich würde es mir nicht mehr kaufen, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich mir einfach hier so ein paar Punkte drauf gegeben und habe das Ganze einfach so ein bisschen vermischt. Ist natürlich auch nicht mehr meine Farbe. Ich weiß auch nicht, wie lange das schon in meinem Schrank liegt. Dann habe ich das auch noch unter meinen Augen gegeben. So. Wie ich war, habe ich dann noch so ein Make-up-Puder drüber gegeben. Hier auch von Rival de la Lupe. Wie gesagt, ich habe früher immer das Billigste vom Billigsten genommen. Ich habe jetzt keine Puderquaste mehr. Deswegen nehme ich jetzt einfach meinen Beauty Blender. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Ja. Nicht hundertprozentig, aber geht schon. Meistens hatte ich dann hier eigentlich auch so einen Make-up-Rand, aber zu den 2000er kam ich einfach mit Make-up nicht zurecht. Da hatte ich dann immer die falsche Farbe und hatte auch keine Ahnung oder sowas, ne? Dann kommt das Dümmste aller Dümmsten. Ich habe nochmal Puder drüber gegeben. Ich habe jetzt hier einen noch gefunden von, ja, ich glaube, das war Sabrina Kosmetik. Das hatte ich euch letzte Woche auch schon mal gezeigt. Und das habe ich nochmal über die Mousse gegeben und über dieses Make-up-Puder. Obwohl da noch Puder drin war, habe ich das trotzdem nochmal drüber gegeben. Fragt mich nicht, was mich der Teufel da geritten hat. Also, das war natürlich nicht so das Geilste. Das passt überhaupt gar nicht. Habe ich mir auch so ein bisschen Rouge draufgegeben. Nur Rouge, kein Bronzer, kein Contouring, nichts. Ich habe sogar das Puder noch. Also ich weiß nicht, wie alt das ist. Das war mal von, ja, ich glaube Maybelline Jade. Da war es noch nur Jade sogar. Also ganz alte Schätzchen, das sieht auch sehr vermackelt aus, aber irgendwie kann ich das nicht weggeben und es funktioniert auch noch. Also ja, davon habe ich mir dann ordentlich hier einfach nur drüber gegeben. Ich habe ordentlich immer drauf getan. Ja, genau so. Auch Lidschatten verwendet. Das war eigentlich mehr oder weniger immer ein brauner Ton oder ein beiger Ton oder ganz schlimm war es mal einmal. Und zwar habe ich einen lila verwendet. Ich habe jetzt so einen ähnlichen Ton gefunden aus meiner Cheapo Kassettenpalette. Das ist einmal dieser Ton hier in Lila. Und zwar, dieser lila Ton war damals von der Marke Basic. Sagt euch das nochmal was? Das war die Hausmarke von Schlecker. Das habe ich eigentlich immer mit einer mit so einem Applikator drauf gegeben. Ein bewegliches Lid verteilt. Und
Und zwar gar nicht wenig. Einfach hier nur so ein bisschen auf mein bewegliches Lied. Das war's eigentlich auch schon. Also mehr habe ich fast gar nicht gemacht. Bin zur Schule gegangen und da hatte ich so dicken, fetten, lilanen Lidschatten drauf, dass er schon, meiner Mutter war das schon peinlich. Und ich habe das gar nicht gemerkt, mir hat es gefallen und fertig. Also, ja, sehr toll, sexy, würde ich jetzt auch nochmal so rausgehen, na klar. Eyeliner kannten wir zu der Zeit noch nicht und dann durfte kein Kajal fehlen. Der war einfach so dick wie möglich. Und dann wurde das einfach auf die Wasserlinie gegeben und dann auf die obere Wasserlinie noch. Ah, sowas. Sowas Schickes hatten wir schon lange nicht mehr. Also so können wir rausgehen, ne? Fast. Auf jeden Fall. Dann kam noch ein bisschen Mascara. Da habe ich jetzt einmal die von Max and More genommen. Die, ich wollte das jetzt so ein bisschen auch 20.000 Like Dani machen. Und zwar habe ich immer den billigsten Mascara vom billigsten genommen. Ich hatte ja nicht viel Geld, also ja, Taschengeld war nicht so viel und deswegen kam immer das billigste vom billigsten. Und das habe ich mir dann ordentlich auf die Wimpern. So, zu dem passenden Make-up, passt hundertprozentig, hatte ich meistens immer so einen Lipgloss benutzt, so einen pinkstichigen. Den habe ich jetzt nicht da, weil sowas sollte man eigentlich nicht mehr in seiner Schminksammlung haben. Deswegen mische ich das jetzt selber. Ich habe hier noch so einen pinkstichigen Lippenstift und den werde ich dann halt einfach mit so einem, hier so einem Glossy Kiss Balm von Essence einfach vermischen. Gebe ich jetzt einfach hier drauf. Meistens habe ich gar nicht so viel Lippenstift verwendet, weil ich habe eher lieber Bello verwendet. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr als Teenager auch so ja, Labello-süchtig wart. Egal welche Form und Farbe, das war wohl typical. Dann gebe ich jetzt so ein bisschen. Also gehe ich auf die Straße auf jeden Fall. Sieht sehr sexy-mäßig aus. Also fehlt nur noch die passende Frisur, ne? Also. Ja, was habe ich denn in den 2000er getragen? Das werde ich euch jetzt zeigen. Ein Haargummi und ein paar Bobbypins und ein bisschen Haarspray und einen Topierkamm brauchen wir auch. Und dann kann es auch schon fast losgehen. So. Ein Pony. Ich hatte den damals immer so ein bisschen unterschiedlich, mal kurz, mal etwas länger gemacht habe. Und zwar habe ich die mir hier vorne, den Pony, immer ein bisschen topiert. So. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Haarspray drauf. Habe ich einmal hier von Vella Pro Series von Styling inspiriert. Ein Volumen Haarspray. Und dann mein Topierkamm. Und dann haben wir erstmal topiert, so antopiert. Dann nehme ich noch so eine zweite Strähne. Dann auch natürlich selbstverständlich wieder hier Haarspray. Und wieder topiert. Dann lassen wir das ein bisschen trocknen. So. Und
dann wurden die, ich glaube, ihr kennt das, das wird teilweise heute noch so getragen. Ich hoffe, man sieht das. Boah, ich habe einen Ansatz, bis zum geht nicht mehr. Ich muss echt meine Haare mal ein bisschen färben. So, da wurden hier einfach so ein paar Bobbypins oder halt diese so Haarspänkchen reingesetzt. Damit das gut hält, mache ich die immer auf Kreuz. Übertrieben, aber es geht. Dann habe ich die entweder offen getragen, so wie ich sie jetzt ungefähr habe, oder zu einem Pferdeschwanz. So. Oder, was ich auch ganz oft getragen habe, das habe ich mal, diese Frisur habe ich meiner Schwester gemobst, die habe ich auch auf meiner Konfirmation getragen, nur natürlich nicht ohne dieses Ding hier. Das mache ich jetzt einmal raus und zeige euch, wie ich meine Haare auch sehr gerne getragen habe. Aber die Haare einmal zum Pferdeschwanz, wie hier, ein paar Strähnen immer rausgezogen. Oh, das ist und dann wurde dieser Pferdeschwanz richtig heftig toupiert, so richtig struppelig. Da braucht man ein bisschen Haarspray für und ein paar Bobbys. So. Und das hat wirklich und diese Haare wurden dann zu einem Knoten geknotet. Von hinten aus, sehr sexy. Und dann wurden die einfach so, wie sie waren, an Ort und Stelle. Genau. Und dann wurden jede Menge Bobbypins reingemacht. Aus. Mega ist sie heute nicht mehr. Ich würde sie niemals so mehr tragen. Und ja, so habe ich die immer getragen. Und auch zu meiner Konfirmation. Ich fand die damals zu der Zeit sehr richtig schön. Und ich habe die so oft getragen in den 2000ern. Und sorry an meiner Schwester, dass ich sie dir gemobst habe. Tut mir sehr leid. Aber du warst mein Vorbild und du hast mich halt immer inspiriert und ich habe dir alles nachgemacht. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Ja, Haarspray reingemacht. War es eigentlich auch schon mit dem 2000er Video. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr in den ersten Jahrzehnten der 2000er an Musik gehört habt. Bei mir war eigentlich so ziemlich fast alles dabei, von No Angels bis Eminem, 50 Cent, so alles was da kam, Destiny's Child. Ihr könnt mir da ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Musik gehört habt und wie ihr so eure ersten Schminkversuche oder eure Schminkversuche in den 2000ern halt so gehalten habt. Ja, das war es jetzt auch für heute schon für mein Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und ich würde sagen, ich wünsche noch euch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Der rote Button unter meinem Video ist dafür rot gekennzeichnet und bis bald.